Ich bin ja zum ersten Mal im Sommer überhaupt jetzt hier am See. Im Winter war ich zweimal als Vorstandsmitglied der DGAI. Da haben wir uns den See jetzt angelacht. Und beim letzten Mal jetzt in diesem Januar bin ich dann, habe ich per E-Mail gerade die Einladung für den Sommer gekriegt. Da habe ich gedacht, das kann ich mir nicht nehmen lassen und habe dann sehr freudig zugesagt. Vielen Dank übrigens, Philipp, dass du dafür gesorgt hast, dass ich hierher eingeladen wurde. Und ich habe dann das mit dem Talk am See oder Gespräch am See, wie es ja jetzt dann heißt, ein bisschen zu wörtlich genommen, meine Badehose eingepackt und habe dann den Herrn Kellermann am Telefon noch gefragt, ob das eh so ist, dass ich dann dort am Steg sitze und die Beine im Wasser baumeln habe. Ganz so ist es nicht, aber wir haben immerhin den Seeblick hier und wir haben ja dann in einer kleineren Gruppe heute das Vergnügen schon vorher gehabt und wollen schwimmen. Ich hoffe, dass ich heute in Anbetracht dessen, dass ja hier auf der einen Seite Leute sind, die es vielleicht zum ersten Mal hören, auf der anderen Seite aber GI-Mitglieder, ja, dass ich dann nicht in der Diskussion auch noch ins Schwimmen kommen werde. Ja. Wie Sie bereits aus meinen ersten Ausführungen ja gehört haben, ich bin auch ein Österreicher und ja, wegen dem, was der vorigen Samstag passiert ist, tut mir leid, ja, war heute mal so, ja. Wenn man sich einem Thema nähern möchte, dann soll man es ja auch von seiner Bedeutung her einordnen. Und ich halte es ein bisschen so mit den, ja, mit der Rhetorik schon aus der Antike, ein bisschen Pathos hilft, Aufmerksamkeit zu wecken. Aber vielleicht ist es gar nicht übertrieben, wenn ich jetzt einmal frage, an welche kulturhistorischen Meilensteine wir eigentlich denken könnten, bis hier herauf. Ja. Und ich habe es hier ja schon ein bisschen verraten eigentlich, woran ich da denke. Es geht immer um kommunikative Errungenschaften. Es geht zunächst mal um eine Erfindung, unter Anführungszeichen, ist natürlich eine evolutorische Entwicklung gewesen, von vor 500.000 Jahren bis etwa 50.000 Jahren, dass also der Mensch die Sprache entwickelt hat. Und damit war es möglich, sich nicht nur über Gefühle auszutauschen, sondern auch über Vorhaben, die Umwelt zu strukturieren und gewissermaßen sich die Welt untertan, die Erde untertan zu machen. Und außerdem, das ist so meine Meinung dazu, und da bin ich bestimmt nicht alleine, ist es trotz des erstaunlichen Gehirns, das wir haben, ja, das ist wohl das komplexeste Konstrukt oder die komplexeste Struktur im Universum, die wir kennen, trotz dieses Gehirns wäre es einem Individuum nie möglich, so weit gekommen zu sein, wie eben die nächste Stufe der Evolution es ermöglicht hat durch die Sprache, weil wir eben in der Gemeinschaft voneinander lernen können und ich glaube, deshalb sind wir da und weil es den See gibt und weil wir nachher Sekt trinken können, ist auch klar, nicht? Aber auch dort wird es ja weitere Gespräche geben und wir lernen voneinander. Das war also diese Errungenschaft. Dann vor 5.000 bis 6.000 Jahren die Entwicklung der Schrift bei den Sumerern, sumerischen Reichen, muss man ja wohl richtig sagen, im Zweistromland. Und da war es nicht so, wie Sie vielleicht glauben mögen, dass man da naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder philosophische Einsichten für die Nachwelt aufzeichnen wollte. Nein, es ging um etwas vielleicht aus heutiger Sicht viel Banaleres. Es ging einfach um das Aufzeichnen von Schulden. Ja, das heißt, man kann daraus erkennen, dass Geld offensichtlich als universaler Tauschmesser älter ist als die Schrift und damit auch eine Form von Kommunikation. Und erst mit der Schrift wurde es eben möglich, festzuhalten, über längere Zeit festzuhalten, wer wem was jetzt schuldet. Man konnte auch mehrere solche Transaktionen durchführen und das war letztlich wohl die Grundlage für eine arbeitsteilige Wirtschaft, wie wir sie heute haben und die ja letztlich auch dafür verantwortlich ist, dass es eben das gibt, was wir hier sehen, das da draußen hätte es sonst vielleicht auch gegeben, nicht, aber auch nicht in dieser kultivierten Form. Nur brauchte man natürlich für dieses Buchführen jemanden, der besonders vertrauenswürdig war und das wäre der König gewesen, aber der hatte anderes zu tun und so war das tatsächlich bei den Sumerern zunächst der Bruder des Königs, als der vertrauenswürdigste, den man sich eben überhaupt vorstellen und leisten konnte sozusagen. Das war der Chefbuchhalter, aber wir wissen, dass trotz aller Versuche hier für eindeutige Aufzeichnungen zu sorgen, es immer die Möglichkeit der Korruption gab, bis herauf zu Enron mit gesetzlichen Bestimmungen, Sarbanes-Oxley, manche kennen das und so weiter und so fort. Aber es sind auch einfach Bibliotheken abgebrannt, wie Alexandria. Den Historikern, glaube ich, tut das heute noch sehr, sehr weh, dass das gesammelte Wissen der damaligen Zeit sozusagen durch einen Brand einfach verschwunden ist. Dann eine weitere Erfindung aus, ich rufe es ja gar nicht der Reihe nach auf, habe ich da jetzt geirrt, eine weitere Erfindung aus dem Land, in dem ich ja jetzt tätig bin. Ich wohne in Wien, ich arbeite in Kassel, aus Hessen. Allerdings war das dann damals Mainz natürlich, Buchdruck zu Gutenberg. Kongenial, wenn auch nicht gleichzeitig sozusagen, aber mit Martin Luther, dessen
500-Jahr-Feier, wie wir ja erst im vorigen Jahr dann gehabt haben, dass die Bibel einerseits ins Deutsche übersetzt wurde, aber eben durch den Buchdruck mit beweglichen Lettern auch so günstig wurde, dass es nicht mehr heißen musste, Wissen ist Macht, denn vorher war das Abschreiben ja eine unglaublich aufwendige Geschichte, die sich nur die weltlichen oder die geistlichen Fürsten leisten konnten, und das gemeine Volk musste glauben, was geschrieben stand, ohne das je selbst nachprüfen zu können. Und das hat sich fundamental mit dem Buchdruck gewandelt, der gewiss eine Voraussetzung war für die Renaissance, aber dann auch bereits so eine Vorbereitung dann für die Aufklärung, wo der Mensch also erstmals herausgetreten ist aus der selbstgewählten Unmündigkeit. Ja, und dann kommen wir schon in die Gegenwart, und dort ist es immer problematisch, wenn man versucht, historische Einordnungen vorzunehmen. Das ist natürlich Historikern nach uns vorbehalten. Aber ich denke, wir haben jetzt heute schon recht viel auch über die Digitalisierung gesprochen. Manche von Ihnen werden das vielleicht so sehen wie ich, dass ich mir denke, ja und, was haben wir die letzten 35 Jahre sonst gemacht? Aber der Begriff ist offenbar jetzt bei der Politik so richtig angekommen, und wohl auch, weil halt alle gesellschaftlichen Zusammenhänge davon durchdrungen werden in einer Form, wie es halt vor 35 Jahren vielleicht doch noch nicht so war, für manche vielleicht irgendwie am Horizont erkennbar. Und da fasse ich jetzt mal zusammen das eine, was man als Internet 1 wohl jetzt auch bezeichnet, zumindest in der DLT-Community. Das andere ist dann das Internet 2. Das eine nennen wir das Internet der Information, und das andere ist dann das Internet der Werte, Internet of Values. Ja, das eine ist Internet of Information. Und ich war dabei, als das Internet nach Österreich kam. Ich war einer der ersten Dutzend österreichischen Internet-User. Kann sich noch jemand erinnern? Es sind so viele junge Leute hier, die wissen das gar nicht. Aber nach Deutschland kam es noch ein Jahrchen früher, nämlich 1989 nach Darmstadt und auch nach Karlsruhe und nach Wien eben dann 1990. Und was hatten wir nicht für aus heutiger Sicht blauäugige Vorstellungen, was das Internet der Information alles bewirken könnte? Wir haben gedacht, das ist der Durchbruch jetzt für ja einerseits die Möglichkeit, dass alle senden können, und was einen Durchbruch wieder bedeuten müsste, dann auch für die Pluralität, für den Pluralismus in der Gesellschaft. Ich erzähle jetzt nicht, wie ich es heute beurteile und wie die allermeisten hier im Saal das halt auch, glaube ich, mit etwas großem Missvergnügen inzwischen beurteilen, dass man sich in Filterbubbeln bequem machen kann, sozusagen in der eigenen ideologischen Hängematte, und alles andere, auch Qualitätsmedien dann als Lügenpresse abqualifizieren kann. Aber das ist nicht das einzige Problem. Wir haben heute schon gehört, als die Browser aufkamen, da wäre das Internet, das Web 2.0 entstanden, so weit war das noch nicht. Das war halt dann das Web, weil das hat den Browser mal vorausgesetzt. Aber damit konnten wir überhaupt in die Nähe einer Kommerzialisierung kommen, die wir an der Uni, die wir als privilegierte Internet-User der ersten Stunde sozusagen, das vorher bereits nutzen konnten, irgendwo auch gefürchtet haben, aber eigentlich dann auch wieder uns viel davon erwartet haben. Es gab damals so Sätze wie, man kann sich das Internet als einen Nebel von Geld vorstellen und wohl denen, denen es gelänge, Kondensationskerne reinzustellen, ja, an denen es sich niederschlagen könnte. Ja. Aus heutiger Sicht würden wir hier von der Möglichkeit für Start-ups sprechen, von einer Intensivierung des Wettbewerbs. Und was entstanden ist, haben wir im Vortrag vorher gehört, auch wenn wir hier nicht von einem Monopol, zu Recht nicht von Monopolen sprechen sollen, aber ich glaube, dass Oligopole, bei denen der Marktführer über 90% des Marktanteils hat, auch nicht wesentlich besser sind als Monopole. Was ist passiert? Obwohl die Information, die Domäne, die Urdomäne gewissermaßen des Internets 1 ja ist, sind wir mehr oder weniger Tag ein, Tag aus alle auf den einen großen Suchmaschinenanbieter angewiesen. Vielleicht gibt es gerade im Kreis der GI, ich will jetzt nicht fragen, ja, weil das auch immer ein bisschen ins Intime hineingeht, vielleicht gibt es da einige besonders Datenschutzbewegte, die sich halt einen gewissen Tort antun, indem sie sich mancher Dinge enthalten. Ja. Aber wenn Sie draußen fragen, fast jeder verwendet das. Natürlich wissen wir, dass wir da eine dicke Datenspur hinter uns nachziehen und dass wir damit bezahlen und manchmal nur Glasperlen sozusagen eingetauscht bekommen für die Kronjuwelen, die wir eigentlich dafür hergeben. Wir bekommen bei Weitem nicht das Äquivalent für die Daten, für den Wert der Daten, die wir eintauschen. Das wäre aber eine eigene Diskussion. Und dann hat sich bei diesem Internet 1 jedenfalls gezeigt, sobald es nicht nur um den Informationsaustausch ging, sondern um etwas, was nicht mehr die Domäne dieses Internets ist, nämlich eigentlich um den E-Commerce, und wenn es nicht um immaterielle Güter ging, die man über den gleichen Kanal noch bringen kann, dann braucht man jedenfalls Intermediäre, sei es für den Gütertransport, der halt dann in einer physischen, physikalischen Form erfolgen muss, oder spätestens auch beim Bezahlen. Und dann waren es halt
traditionellermaßen Banken, dann halt Kreditkartenorganisationen oder PayPal und andere. Ja. All diese haben nicht nur Bestandsdaten der User, sondern auch unglaublich viele Bewegungsdaten, Transaktionsdaten und damit Datenprofile, sondergleichen. Sie sammeln die Profile von Millionen, manchmal von Dutzenden Millionen, manchmal sind es Hunderte Millionen oder es geht auch in die Milliarden und immer wieder liest man mal so und so viele Benutzerkennungen mit den dahinterhängenden Daten wurden wieder abgeschnorchelt, wie das Constanze Kurz vom Chaos Computer Club bezeichnen würde. Das heißt, wir haben es hier mit Honeypots zu tun, die wertvoll sind für alle Hacker dieser Welt und die deshalb ihre Anstrengungen dorthin richten, denn wenn sie einmal die Zugangsbarrieren geknackt haben, dann lohnt es sich gewaltig sozusagen und das ist der eine Grund. Und das andere ist eben, dass es Datensilos sind oder Datenkraken, auch wenn sie, wie wir beim Vortrag vorher gehört haben, irgendwann vielleicht so als knuffelige, fällige Tierchen irgendwie zur Welt gekommen sein mögen, aber sie haben später Tentakeln und ein hässliches Gesicht bekommen. Und jetzt gab es dann Überlegungen, wie man zum Beispiel den Bezahlvorgang doch rein digital durchführen könnte. Und da ist gerade das Digitale wieder der Feind solcher Überlegungen, denn digitales Geld, Cybercash, Digimoney oder wie immer das geheißen hat, so in den 90er Jahren, also das Internet gab es dann noch gar nicht so lange, jedenfalls nicht bei uns, die stießen an das Problem des Double Spendings. Ich kann ja digitale Werte, die halt in letztlich Bits bestehen, in Nullen und Einsen, kann ich mit einem an oder gegen null konvergierenden Aufwand, also fast mit null Aufwand, vervielfältigen. Und bevor ich so einen digitalen Dollar ausgegeben hätte, jetzt hört man mich auch hinten, glaube ich, gut, oder? Danke sehr. Bevor ich so einen ausgegeben hätte, hätte ich natürlich eine Kopie davon angefertigt oder auch deren viele. Ja? Und das ist das Problem des Double Spending. Dieses Problem wurde durch eine Publikation, über die ich nachher noch ausführlicher reden werde, nämlich die von Ihnen bereits erwähnte von Satoshi Nakamoto, plötzlich wie aus dem Heiteren, wie aus dem Nichts sozusagen entschärft, und zwar wahrscheinlich nicht zufällig, am 31. Oktober 2008 publiziert. Das war der Höhepunkt der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, unmittelbar nach dem Krachen der Lehman Brothers und außerdem noch Weltspartag. Aber diese Symbolträchtigkeit auch noch gesehen hat, da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Aber es war natürlich eine Zeit, in der die Finanzinstitutionen zumindest in den Augen der Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Reputation fast vollständig verspielt hatten. Und da zeigt eben dieser Satoshi Nakamoto, wie man mit Blockchain-Technologie erstmals in der Menschheitsgeschichte Verzeichnisse schaffen kann, in die alle hineinschreiben dürfen, aus denen alle lesen können, aus denen aber nichts mehr gelöscht werden kann, die deshalb unglaublich zensurresistent sind, die aber auch ausfallssicher sind. Das darf man unter Anwesenheit von IT-Leuten ja gar nicht sagen. Es gibt keine Ausfallssicherheit, heißt es immer, aber hier ist sie zumindest empirisch mal gezeigt worden, dass seit dem 3. Januar 2009 und seither läuft die Bitcoin-Blockchain, es dort niemals einen Hack gab, der funktioniert hätte und es niemals einen Ausfall gab. Alles andere sind Zeitungsenden. Ja? Gehackt wurden immer nur Exchanges oder anderes in der Peripherie, aber nicht die Blockchain selbst. Sie ist auch unglaublich resilient noch dazu, weil sie eben auf 10.000 oder eigentlich wohl mehr Rechnern verteilt ist, macht es auch nichts aus, wenn ein paar hundert von denen offline gehen, wenn sie angegriffen werden, zerstört werden, wenn auf einem ganzen Kontinent überhaupt kein Strom mehr sein sollte. Das heißt, selbst der Sultan vom Bosporus könnte es nicht erreichen mit all seiner Macht oder seinem Machtstreben, dass diese Blockchain nicht mehr funktioniert und Daten nicht mehr anzeigt, die ihm nicht gefallen, weil dann müsste er es können, dass auf allen 6 Kontinenten, sage ich jetzt einmal, der Strom gleichzeitig all diesen Tausenden von Rechnern entzogen wird. Und selbst wenn er wiederkommt, dann baut sich das Netz von selbst wieder auf. Und wenn ein paar hundert solche Knoten da sind, dann ist es wieder ausreichend stabil, dass es nicht ohne weiteres zumindest gehackt werden kann. Was haben Sie darüber in letzter Zeit in den Zeitungen gelesen? Denn Breaking News im Zusammenhang mit
Blockchain und auch DLT, obwohl man diesen Begriff wahrscheinlich dort nie verwendet hat, gab es ja genug. Aber es schien so, zumindest ab dem Dezember des vorigen Jahres, als wären alle jetzt nur mehr gierig auf reich werden ohne Bildung und ohne Arbeit irgendwie. In Korea ist das für eine ganze Generation inzwischen das angestrebte Modell geworden, sozusagen, habe ich neulich von einem Gast auch gehört. Es geht einfach nur mehr um so Fragen, können wir uns jetzt eine Südseeinsel kaufen mit dem, was durch die Kurssteigerungen sozusagen wir verdient haben in den letzten 2 Jahren. Das ist ja bereits in die Populärkultur vorgedrungen. Nicht? Man hört das bereits gerappt, von Sido zum Beispiel, haben Sie bestimmt auch gehört. Oder hier symbolisiert to the moon, ja? Also gibt es keine Grenze mehr für den Bitcoin-Kurs. Dass es diese Grenze geben müsste, das dachten sich doch manche auch der Anwesenden. Vor allem, wenn Paris Hilton mal etwas empfiehlt, dann müsste man vorsichtig sein und dann hätte man im Dezember nicht mehr zuschlagen sollen. Ich habe vor kurzem eine Karikatur gesehen, wo offenbar ein Student vor Jahren dann schon seinen Eltern sagt, Bitcoin, das ist der letzte heiße Scheiß jetzt, ja, sozusagen, schlagt dazu und die, wieso Bitcoin, du bist ja wohl verrückt. Und jedes Jahr zu Weihnachten sagt er ihnen das wieder, die Eltern werden älter, ja, und er verändert sich auch, wird ein wenig reifer und dann im Dezember 2017 kommt er wieder nach Hause zu seinen Eltern, die Eltern freudenstrahlen, wir haben zugeschlagen und er schlägt den Kopf auf den Tisch, nicht? Weil das war der ungünstigste Zeitpunkt, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Aber es interessiert mich auch jetzt zunächst mal nicht weiter. Wir sehen auch, dass es bereits Überlegungen der Verbraucherzentrale gibt in Richtung eines Werbeverbots und die knuffeligen Tierchen, von denen wir vorher gehört haben, ja, die haben auch zum Teil schon Werbeverbote verhängt, ganz uneigennützig, weil sie ja ihre Anhängergemeinde schützen wollen vor den Unbillen, die das Leben so draußen zu bieten hat. Ja. Das ist natürlich völliger Quatsch. Jetzt sehen wir uns mal den Bitcoin-Kurs an und ich verspreche, dass ich davon gleich weggehe, weil er mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber hätte man davor warnen sollen? Ja, wie gesagt, im Dezember mit Paris Hilton, da wäre der richtige Zeitpunkt gewesen zu warnen. Seither hätte man tatsächlich fast die Hälfte des damals investierten Geldes verloren. Wenn Sie aber ein bisschen früher dran gewesen sind, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich den Kick-Off-Vortrag vor allen meinen Kolleginnen und Kollegen, die mir irgendwie da interessiert erschienen und die ich dann eingeladen hatte, gehalten habe, im Mai 2016, ist also noch gar nicht so lange her, dann hätten Sie die Kleinigkeit von 1214% dazu gewonnen. Bei einem existenten Risiko natürlich, das ist klar. Aber überlegen Sie mal, was Sie auf dem Sparkonto kriegen, bei täglich fälligen Einlagen bei der Sparkasse Ihres Vertrauens, ja, das im Vergleich dazu. Und so hat halt dann die Bitcoin-Kursentwicklung ausgesehen, mit einem extremen Ausschlag, den man schon so ein bisschen als blasenhaft bezeichnen kann. Aber insgesamt sage ich nicht, dass Bitcoin irgendwo eine Blase wäre, vergleichbar gar mit der Tulip-Mania, Tulpen-Mania. Das ist Unsinn, da könnten wir, wenn Sie wollen, in der Diskussion darüber reden, was denn ökonomisch gesehen eine Blase ist. Wie gesagt, das ist das, was in den Zeitungen zu lesen ist. Das verdeckt komplett die eigentlich herausragenden Eigenschaften. Vielleicht soll ich es wirklich nochmal wiederholen. Erstmals in der Menschheitsgeschichte ist es möglich, dass so etwas wie Alexandria oder Enron nicht mehr sich wiederholen kann, weil wir da hineinschreiben lassen können, weil wir da alle hineinschauen lassen können. Aber niemand kann da noch was manipulieren, niemand kann was verändern, niemand kann das zum Untergang bringen, niemand kann was löschen. Und dann muss man darüber nachdenken, wenn wir erstmals so ein Tool haben, ja, es geht nicht um die Technologie. 1990 konnte ich auch niemanden für das Internet begeistern, indem ich gesagt habe, da hast du 2,5 Laufmeter AFCs, ja, die habe ich gelesen, weil ich damals ein Nerd war. Vielleicht bin ich es ein bisschen immer noch, sagt meine Frau. Oder wenn man versucht hat, auch nur das TCP-IP-Protokoll zu erklären, man musste sagen, stell dir vor, da kannst du jetzt Hypertextualität sozusagen jetzt damit wirklich dann umsetzen. Das kann für die Lehre, für die Bildung unglaublich herausfordernd und interessant werden. Man kann damit auch Bilder zeigen und später wahrscheinlich mal, wenn genug Bandbreite da ist, wenn die Akustikkoppler überwunden sind, ja, dann wird es da vielleicht auch mal Videos geben. Natürlich haben wir nicht an Netflix gedacht, aber so ganz grob irgendwie eine Vision hatten wir. Und heute möchte ich eben mit Ihnen gemeinsam überlegen, ob Bitcoin ein Zahlungsmittel ist oder vielleicht nur das neue Gold, aber selbst wenn, ja, wenn es besser ist als das bisherige Gold, dann wäre es unter ökonomischen Aspekten sinnvoll, ja, effizienter als das bisherige Gold und da gibt es viele Kriterien, die eigentlich dafür sprechen. Gibt es neben der Bitcoin-Blockchain noch andere relevante Blockchains? Da werden mich manche vielleicht jetzt auslachen oder ein bisschen verlegen auf den Boden blicken, aber manche haben vielleicht davon noch nicht gehört. Natürlich, es gibt viele. Wir haben in unserem Projekt, in einem unserer Forschungsprojekte mal 2900 gezählt, von denen die meisten schon wieder tot sind, nicht? Aber es gibt viele.
wird die Blockchain den Papierkram ersetzen? Das könnte jetzt die Verwaltungsexpertinnen und Experten, die ja auch zu einem gar nicht so geringen, zu einer geringen Zahl hier sind, interessieren. Ja, ich glaube, aber ich möchte da jetzt nicht zu viel dazu sagen. Der nächste Schritt ist dann natürlich, ist die Blockchain der Stein der Weisen für die Verwaltungsreform? Stein der Weisen wohl nicht, aber ein ganz wichtiges Instrument, wenn es um die Schaffung von Transparenz geht. Ja, es ist so, als wäre es geradezu erfunden worden, um Transparenz zu schaffen. Man muss natürlich wissen, ob das politisch auch gewollt und opportun ist. Ja, manchmal gibt es ja Gesetze dazu, wo es eben nötig ist, dann kann man es als Transparenztool verwenden. Aber es gibt Bereiche von qualifizierten Daten zum Beispiel oder wo sonst keine Notwendigkeit und auch nicht der politische Wille besteht. Dort würde ich sagen, dann wird die Blockchain nicht ihr Freund werden. Gibt die Blockchain dem Bürger die Datenhoheit zurück? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Von Datensouveränität haben wir heute auch bereits gehört und das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, dass es drei Bereiche gibt, bei denen bisher die Verhältnisse auf dem Kopf standen. Bisher hat man, oder man sagt oft, die Blockchain stellt so vieles auf den Kopf als disruptive Technologie, was als solches schon mal Unsinn ist, aber sie stellt manches wieder auf die Füße zurück. Wir haben uns nur jahrzehntelang daran gewöhnt, aus technologischen Begrenztheiten heraus sozusagen, dass es gar nicht anders geht. Im Verhältnis Verbraucher, Unternehmer sollte die Datenhoheit eigentlich beim Verbraucher sein. Im Verhältnis Patient, Gesundheitssystem sollte die Datenhoheit beim Patienten liegen. Und im Verhältnis Bürger, Staat sollte die Datenhoheit beim Staat liegen. Ich darf vielleicht dazu zwei kurze Beispiele bringen. Wenn Sie heute, nein, heute ist zu spät, aber am nächsten Freitag bei einem Hamburger Internisten einen Termin wollen, dann wird man Sie dort bereits bei der Sprechstundenhilfe irgendwie auslachen. Ja. Jetzt gibt es einen Papiertiger, der, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren bereits in Geltung gesetzt wurde, wo man dann über die Kassenärztliche Vereinigung, wenn der Hausarzt einen bescheinigt hat, dass es Dringlichkeit gibt, man in kürzerer Frist einen Ordinationstermin, also einen Behandlungstermin bekommen kann. Das könnte man mit der Blockchain in Zukunft ganz anders haben. Da würde ich hinausrufen, ich möchte gern am nächsten Freitag im Zeitfenster von 14 Uhr bis 20 Uhr einen Behandlungstermin bei einem Internisten, der mindestens 4,5 Sterne durchschnittliches Rating von seinen Patientinnen und Patienten hat und im Umkreis von 20 Kilometern rund um Hamburg liegt. Und der kriegt dann auch gleich noch den Zugriff auf die Befunde der bildgebenden Untersuchungen der letzten 2 Jahre. Die kriegt nicht mein praktischer Arzt, nicht mein Hausarzt also und kriegt auch nicht mein Zahnarzt, der braucht sie nicht. Ich kann das auf meiner Wallet sozusagen einstellen und es wird unveränderlich auf einer öffentlichen Blockchain festgelegt, wer den Zugriff hat auf diese Daten, nicht die Daten selbst. Das wäre natürlich im Hinblick nicht nur auf die Datenschutzgrundverordnung, sondern generell auf die informationelle Selbstbestimmung nicht denkbar. Und das zweite Beispiel, Verhältnis Bürger-Staat, da wird es vielleicht in der Diskussion dann auch Widerspruch geben und wohlgemerkt, ich bin kein Verwaltungsreformexperte, aber auch dort sollte es meines Erachtens überlegt werden, ob nicht der Bürger in jedem Fall die Daten freigeben sollte, auch wenn er es muss. Es kann gesetzliche Verpflichtungen geben, aber man müsste ihn dazu bringen. Damit würde nämlich erreicht werden, dass der Bürger auch weiß, worauf zugegriffen werden kann und der jeweilige Zugriff wäre begründungspflichtig. Das heißt, ich könnte dann auf meinem Handy zum Beispiel, auf einem sonstigen Device, in einer Wallet, in einer spezialisierten Wallet sehen, wer hat in welchem Kontext, aus welchem Grund auf diese Daten zugegriffen. Also noch einmal, man würde den Bürger dazu zwingen, die Daten einzutragen, aber man müsste ihn dazu zwingen und nicht die Daten anders erheben und dann hoffen, ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen geht, Sie kennen sich da viel, viel, viel besser aus, du kennst dich viel besser aus, Entschuldigung, wir haben uns ja vorher in der Badehose im See kennengelernt und dann bleibt man ja beim Du. Habe ich jetzt was verraten? Es wird auch noch gestreamt, um Gottes Willen. Und da kann man auch nichts mehr schneiden. Ne? Es sollte so sein, dass der Bürger dazu gebracht würde, denn sonst ist das für uns doch nur eine Blackbox, dass wir davon ausgehen, dass das bisherige Bundesdatenschutzgesetz oder eben jetzt die Datenschutzgrundverordnung seit dem 25. Mai, dass die überall und von jedem einzelnen Beamten und von jedem Referenten eingehalten würden. Ich kann das nicht kontrollieren, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es in Deutschland
noch ein bisschen wahrscheinlicher so ist, wie auch in Österreich. Auch dort ist es relativ wahrscheinlich, aber in manchen Ländern ist es äußerst unwahrscheinlich. Und da wären Blockchain-Lösungen natürlich gut, nur wird gerade dort oft der politische Wille fehlen. Eine weitere Frage, wird der Kunde künftig Geld für den Zugriff auf seine Daten in der Blockchain verlangen? Das könnte sein. Es könnten auch andere Rewards sein, muss nicht gerade Geld sein, aber wenn die Daten hoch beim Kunden liegt, dann wären es nicht gerade die vorher schon ein paar Mal erwähnten vier Großen, ja, die sozusagen sich das in einem, ja, nennen wir es halt Oligopol, sich das unter sich dann mehr oder weniger ausmachen. Werden Softwareagenten und intelligente Devices bald zur neuen Zielgruppe? Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe vor 20 Jahren bereits darüber nachgedacht und wusste nicht, wie man das technisch realisieren könnte. Da hat nur eine Kleinigkeit gefehlt. Ja. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich da drauf drücke? Kennen das zum Teil, ja? Das ist der Amazon Dash-Button. Da bestelle ich dann ein vorgegebenes, irgendwann mal bei der Installation vorgegebenes Quantum eines bestimmten Produkts aus der Produktlinie Ariel, was anders geht da gar nicht, zu welchem Preis? Woraus ergibt sich der Preis? Das steht in den Amazon Dash Replenishment Bedingungen, die heißen im Deutschen so, sehr lustig, sehr verbraucherfreundlich, ja, wird gleich signalisiert, zu den augenblicklich geltenden Bedingungen, und zwar nicht beim Amazon Marketplace, sondern bei Amazon als Eigenhändler. Und dieses Gerät wird von Amazon als IoT-Device bezeichnet, was Mumpitz ist, denn IoT-Devices sind Geräte, die eine andere Funktion haben, als nur Terminals zum Internet zu sein. Sie sind auch mit dem Internet verbunden, aber man müsste damit zumindest Nüsse knacken können. Und das kann man damit nicht, weil das Plastik zu spröde ist. Dieses Ding ist ein komplett dummes Terminal. Es hat nur eine Taste. Dort kann ich kurz draufdrücken, lang draufdrücken oder dreimal hintereinander draufdrücken. Es hat nur ein Lämpchen, das kann leuchten, blinken und das in Rot und Grün. Ja. Wenn ich jetzt nicht will, dass Amazon hier sich durchsetzt mit dem totalen Kundenbindungsprogramm, das ich überhaupt kenne, ja, weil der Kunde ist dann total ausgeliefert, er vergleicht überhaupt nicht mal mehr auf dem Marketplace, ob es vielleicht irgendwie eine günstigere Einkaufsmöglichkeit gibt, dann kann man das aber auch umleiten. Ich habe das mal in Kassel in meiner Wohnung zum Spaß gemacht, da kann ich dann damit das Licht dimmen, eine andere Lichtfarbe auswählen und so, aber das ist nicht lustig. Lustiger ist, indem man beim vorletzten Installationsschritt sozusagen, wenn das Ding nach Hause telefonieren will, beim eigenen Router schaut, welche IP-Adresse jetzt dann zugeteilt wird und dann ein Skript schreibt, das halt immer lauscht, ob sozusagen hier über diese IP-Adresse Datenverkehr erfolgt. Und dann kann ich jetzt auch vorsehen, wenn ich kurz drauf drücke, dann möchte ich von der Akademie hier abgeholt werden von einem Taxi in möglichst kurzer Zeit. Wenn ich lang drauf drücke, hat es eine Stunde Zeit, aber ich möchte, dass das günstigste Taxi kommt. Sie sehen schon, das sieht aus wie eine Mini-Ausschreibung. Genau daran denke ich. Es hat uns nur die Plattform gefehlt. Denn Plattform würde ja bedeuten, und solche Versuche gibt es natürlich auch im Internet 1, wir haben wieder einen Datenkraken, ja, der sehr viel Information hat, der die nicht ausreichend zu den Mitgliedsbetrieben, sage ich jetzt einmal, also Plattformbetrieben zweiter Ordnung sozusagen, dann weitergibt. Und hier wäre das eine äquidistante gemeinsame Plattform. Wir rufen das dort hinaus und jeder, der will, kann lauschen. Ausgehandelt wird zwischen den Softwareagenten. Ich habe mitgegeben die Kriterien, nach denen der Zuschlag erteilt wird. Das muss ja nicht der Billigstbieter sein, sondern es soll nach dem Bestbieterprinzip der Bestbieter sein. Da erfinde ich nichts Neues. Das gibt es in der öffentlichen Auftragsvergabe längst. Auch Private können ausschreiben, wenn sie ein Häuschen bauen wollen, aber nicht, wenn sie 20 Rasierklingen kaufen wollen. Ja, und das könnte man sich in Zukunft damit wirklich vorstellen. Oder Sie suchen nicht mehr bei Geizhals, wenn Sie eine Kamera, die dieselben Specs hat, mindestens wie die Nikon 7200D, suchen Sie nicht dort oder auf Amazon oder sonst irgendwo, sondern Sie sagen das, was Sie wollen. Und damit hat man vielleicht auch als Unternehmer nicht nur Nachteile, so gesehen, weil der Markt halt noch viel intensiver wird, sondern auch den Vorteil, dass man vom Kunden viel mehr erfährt, was er eigentlich will. Denn bisher besteht seine Option nur darin, aus den vorgeformten Bündeln aus Gütern oder Gütern und Dienstleistungen und noch ein bisschen AGB zu wählen, aber nicht selbst den eigenen Willen zu manifestieren. Bisher haben wir immer von B2C gesprochen. Eines unserer Forschungsprojekte heißt jetzt bewusst C2B. Das kann sich in Zukunft umkehren. Das heißt, die Kräfteverhältnisse der Marktakteure können durch Blockchain-Technologie sich wesentlich ändern. Das leitet nahtlos über zu der Frage, ermöglicht die Blockchain den fliegenden Stromanbieter wechseln? Wer von Ihnen wechselt jährlich zumindest den Stromanbieter? Ja, ein paar, ja.
Ich bin einer der faulen Säcke, die das nicht tun. Ja, sollte ich vielleicht öfter mal machen, aber in Zukunft könnten wir das on the fly, vielleicht bei jedem Bezug von Strom. Least-Cost-Router ist auch nichts, was ich jetzt erfunden hätte, aber es könnte eben dann gerade gesehen werden, wo jetzt der günstigste Strompreis ist und man wechselt dann. Und denken Sie an die Elektromobilität, da könnte das mobile Fahrzeug, das vorherberechnet, wie groß der Aktionsraum noch ist, also wie viele Kilometer man noch fahren kann, ist gar nicht so leicht. Das macht man auch mit künstlicher Intelligenz, ja, bei Beladung und was weiß ich, was Streckenprofil und so weiter und so fort. Und dann würde jetzt ausgehandelt werden, wo man bei einer Ampel auf diesen nächsten 50 Kilometern, wahrscheinlich müssen es mehrere Ampeln sein, Strom ziehen kann und zu welchem Preis. Und das würde bereits jetzt fixiert werden, weil man ja sonst sozusagen ausgeliefert wäre. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass Uber oder Über, wie man ja richtig sagt, das haben wir heute auch schon mal gehört, dann, wenn die Batteriekapazität Ihres Handys 2% oder geringer ist, den Preis ordentlich rauffährt, weil das Ihre letzte Gelegenheit wahrscheinlich ist, noch ein Taxi zu bekommen. Ja. Ja, das wäre dann eben nicht so. Ja. Bringt die Blockchain die Echtzeit-Energiewirtschaft? Das ist dazu passende Frage. Damit Sie sich aber vorstellen können, wie solche Fragen beantwortet werden sollten, ja, jetzt Blockchain in a nutshell, ja, worum geht es technologisch? Und da bitte ich jetzt die Kollegen, nein, ich kann ja gar nicht Kollege sagen, ich bin ja der Jurist hier, aber die Informatiker aus der GI um Nachsicht, wenn ich da jetzt wirklich Eulen nach Athen trage. Aber es hat geheißen, ich soll das auch allgemein verständlich erklären und versuche das jetzt. Es geht also um diesen ominösen Satoshi Nakamoto, der von Newsweek geoutet wurde, und zwar bereits 2014. Da hat man sein Gesicht gezeigt und das sah dann so aus. Ja, also ein Gag natürlich. Man weiß bis heute nicht, wer es war. Man weiß auch nicht, ob das eine Person ist oder ob das vielleicht ein Wissenschaftlerkonsortium ist. Es gab dann so linguistische Analysen, die irgendwie in eine Richtung wiesen, das müssten Finnen gewesen sein, denn nur Finnen publizieren so in Englisch. Aber das hat sich dann auch wieder zerschlagen ein bisschen. Man weiß es nicht, ob es ihn gibt oder nicht. Jedenfalls ging es um diesen Artikel, den Artikel hat mir mein Sohn gar nicht nahegelegt, aber als Wissenschaftler denkt man so, wenn ich mir denn das anschauen soll, dann gehe ich gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel, habe den gelesen und war wie vom Donner gerührt. Es stehen dort übrigens lauter Dinge drinnen, die ich mit meinem kleinen Wirtschaftsinformatiker-Standbein, das ich auch noch habe, längst kannte. Da steht ein bisschen was über Public-Private-Key-Verfahren, da steht was über Hash-Werte und Merkle-Trees und solche Dinge, kannte ich alles. Nur Satoshi hat das in einer genialen Weise kombiniert und um eine spieltheoretische Erkenntnis drumherum gebaut, dass es erstmals hier gelingt, gierige Unternehmer, die nur von Gewinnstreben getrieben sind, nicht dazu zu bringen, ein System zu destabilisieren, sondern die Stabilität immer noch größer werden zu lassen. Und das ist der Mining-Prozess, den ich dann unbedingt erklären muss. Das Ding umfasst 9 Seiten, kann ich allen, die ein bisschen Technikaffinität mitbringen, nur zur Lektüre empfehlen. Lesen Sie nicht Bitcoin vor Dummies oder so, dann sind Sie nachher wirklich dumm darüber, ja, sondern lesen Sie das und dann werden Sie auch verstehen, dass das geradezu revolutionär ist, was man damit möglicherweise machen kann. Er hat damit nur als Proof of Concept, nur um zu zeigen, dass Blockchains funktionieren und um die Banken ein bisschen anzuschließen damals, ja, ich habe erklärt, wann das war, hat er gezeigt, wie man ein weltweit funktionierendes Währungssystem schaffen kann, ohne dafür Staaten, ohne dafür Notenbanken, ja, und schon gar nicht Geschäftsbanken zu brauchen. Ja. Das war nur eine von vielen, vielen denkbaren Anwendungsmöglichkeiten. Proof of Concept. Wie funktioniert das Ganze? Worauf beruht es? Ja, und das wollte ich noch sagen. 9 Seiten. Und warum kennen wir Satoshi bis heute nicht? Er hat sich damals, als das sogenannte Mining, das ich gleich noch erklären muss, noch ganz einfach war, 1 Million Bitcoin zur Seite gelegt. Das wären nach heutigem Kurs 7,5 Milliarden Dollar. Das ist bei 9 Seiten ein gutes Zeilenhonorar. Das müssten auch Juristen neidlos zugestehen, ja. Und wenn man so viel Geld hat, ja, dann ist es gut, wie beim größten aller Lottogewinne, nicht zu sagen, dass man das war, sonst hat man plötzlich viele Freunde. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum man bis heute nicht weiß, wer Satoshi ist. Übrigens hat er jetzt mehr als 1 Million. Er hat ungefähr 1,1 Millionen, kann man ja nachvollziehen, weil ja jede Transaktion unlöschbar auf der Bitcoin-Blockchain ist. Die kamen durch Gönner hin. Es ist nämlich, wir haben heute viel über Kommunikation gesprochen, die einzige Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren.
Es gibt keine E-Mail-Adresse, man weiß nicht, wer er ist, wie man ihn sonst erreichen kann, man kann ihn nicht anrufen. Man spendet ihm, dem Reichen, noch ein bisschen was als Dank, dass man selbst zum Bitcoin-Millionär geworden ist. Ja, und so hat er jetzt 1,1 Millionen Bitcoin ungefähr. Das Ganze beruht auf einem Peer-to-Peer-Network, das heißt also auf vielen, vielen Rechnern, auf denen übrigens, und das ist doch eine Besonderheit, eine Datenbank nicht zur Lastverteilung in kleine Teile aufgeteilt ist, sondern überall ist die gleiche Datenbank vollumfänglich drauf. Das sind meistens so ungefähr 10.000 Knoten und derzeit haben wir so ungefähr 180 Gigabyte mit den Indizes. 180 Gigabyte brauchen Sie auf Ihrem Rechner etwa, um eine Bitcoin-Blockchain-Kopie anzufertigen und dann ein Full-Node zu sein. Sie sehen, die Verteilung ist nicht gleichmäßig über den Erdball, vor allem Nordamerika und ganz stark Mitteleuropa und dort wieder der Dachraum und Benelux sind dort involviert, aber es sind meistens so 10.000 oder auch ein bisschen mehr Knoten, die gerade antworten. Wahrscheinlich gibt es über 100.000, auf denen das Ganze kopiert ist, aber die sind halt zum Teil gerade nicht online oder antworten aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich überspringe vielleicht diese Folie, da wollte ich Ihnen nur zeigen, dass es zwei Stränge, zwei Graphen gibt, nämlich einen Graphen von Transaktionen, dass also alle Transaktionen von der ursprünglichen Transaktion verbunden sind bis zur jetzt durchzuführenden. Viel wichtiger ist aber ein anderer Graph eigentlich, und daher kommt ja auch der Name, Blockchain. Es geht darum, dass Transaktionen, also Bitcoin-Übertragungen, sage ich jetzt einmal, in dieses Peer-to-Peer-Network hinaus gemeldet werden. Ja, dort gibt es dann so alle 10 Minuten ungefähr eine neue Blockbildung, mit 1.000, 2.000 mal 2.500 Transaktionen. Die Transaktionen habe ich da unten jetzt einmal so als einen Teilblock sozusagen angegeben. Da müssen Sie sich vorstellen, das sind 2.000 Anforderungen, zum Beispiel, dass ich an Philipp Müller ein BTC übertrage, also 7.500 Dollar ungefähr, aus welchen Gründen auch immer. Damit man hier nicht zu viel Aufwand betreiben muss, werden die alle miteinander gehasht. Soll ich jetzt noch erklären, was ein Hashwert ist? Ja, das ist ein digitaler Fingerabdruck. Da geht es darum, dass immer dann, wenn eine Datei zum Beispiel recht groß ist, genügt sie eigentlich, um nachzuweisen, dass ich es wieder mit derselben Datei zu tun habe, dass ich vorher einen Wert mit einem tauglichen Algorithmus gebildet habe, der zum Beispiel nur 256 Bit lang ist. Und ein sogenannter Hash-Algorithmus muss so beschaffen sein, dass er kollisionsfrei ist. Das gilt eigentlich nicht in einem technischen Sinn, aber in einem rechnerischen Sinn gewissermaßen, denn wenn ich oben beliebig viel reingeben kann, sogar einen ganzen Film, der Gigabyte umfasst, und unten kommen immer 256 Nullen und Einsen raus, ja, dann muss es Kollisionen geben, aber die Funktion ist in dem Sinn überschneidungsfrei, dass es mir mit der verfügbaren, auf der Welt verfügbaren Rechenkapazität nicht gelingen kann, zu einem gegebenen Text mit einem Hashwert einen geänderten, wohl gefälschten Text so zu manipulieren, zum Beispiel, indem ich die Grußformel ändere oder dort und da ein bisschen schraube, dass es niemandem auffällt, dass dasselbe Hashwert rauskommt. Das kann ich nicht. Das heißt, wenn ich einen Hashwert wo hinterlege, sicher hinterlege, eben auf der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel, dann kann ich auch nach 3 Jahren noch nachweisen, dass ich damals diesen Text in diesem Zustand hatte, wie es ihn auch heute gibt, denn man muss nur wieder einen Hashwert bilden und wenn die übereinstimmen, dann ist das derselbe Text. Ich habe da nichts gefälscht. Solche Funktionen verwendet man hier und eben auch für die Übertragung Public und Private Key. Ich übertrage dann auf die Bitcoin-Adresse von Philipp Müller ein BTC, das ist die Abkürzung für Bitcoin, und mache das dadurch, dass ich von meinen Assets, die ich vorher mal bekommen habe bei anderen Transaktionen, so viel nehme, dass das mindestens ein BTC ist und signiere das jeweils mit meinem Private Key. Der heißt so, weil er nur mir bekannt ist. Eigentlich ist er genau genommen, sollte er besser, sagen wir so, nicht einmal mir bekannt sein, sondern ich habe ihn auf einer Wallet gespeichert. Über Begriffsverwirrung haben wir heute schon viel gehört. Hier gibt es eine gewaltige Begriffsverwirrung. Es gibt viele Begriffe, die nicht das halten, was man in der Alltagssprache darunter versteht. In einem Wallet ist nicht, wie Sie erwartet hätten, Geld enthalten. Manche sagen, dort habe ich meine Bitcoins, dort sind keine Bitcoins drinnen. Da drinnen sind nur Ihre Private Keys und deren haben Sie vielleicht Dutzende oder Hunderte. Warum? Das könnten wir in der Diskussion besprechen. Jetzt haben wir also, das war der Ausgangspunkt hier, die Transaktionen, zum Beispiel 2.000, die werden miteinander gehasht
und jeweils zwei Hashwerte werden wieder miteinander gehasht, bis irgendwann mal ein einziger Hashwert übrig bleibt, der repräsentiert aber in diesem sogenannten Merkle-Tree alle Transaktionen. Würde nur eine verändert werden, dann wäre dieser Hashwert nicht mehr gültig sozusagen, würde erkannt werden, es wurde hier bei diesen 2000 Transaktionen etwas verändert. Dieses Root of Merkle Tree kommt jetzt nach oben, ja, das kommt in den sogenannten Header unseres nächsten zu bildenden Blocks. Und dann hat man noch einen Hashwert aus dem Header des vorangehenden Blocks. Und diese Nummern, die Sie da sehen, 526.606, das ist genau der Block, der jetzt gerade gebildet wird. Warum steht das auf meinen Folien? Weil fast exakt, man könnte fast die Uhr der Nachrichten alle 10 Minuten im Block gebildet werden und ich muss das halt nur ausrechnen. Ja? Das heißt, jetzt sind wir bei diesem Block seit dem 3. Januar 2009 angelangt und jetzt kommt noch eine Seltsamkeit dazu. Da habe ich so einen Würfel als Sinnbild hingegeben und da steht dort Nonce. Nonce würde man vielleicht übersetzen als Füllwert, Schmonze, sonst irgendwas. Das darf sich ein spezieller Knoten, der dem Mining-Geschäft nachgeht, einfach ja, ausdenken. Er kann da hineinschreiben, was er will. Es wird ihm nur eine Aufgabe gestellt. Er muss, damit er hier siegreich aus einer Art Lotterie hervorgeht, bei der alle 10 Minuten derzeit 12,5 BTC ausgespielt werden. Und wie viel das ist, können die schnellen Kopfrechner von Ihnen jetzt ausgerechnet haben. Also ungefähr 150.000 Dollar hätte man alle 10 Minuten hier. Da muss er der Schnellste sein, der ein Nonce findet, das, wenn dann darüber ein Hash gebildet wird, gemeinsam mit dem Hash auf Root of Merkle Tree, ja, also und dem Hash des vorangehenden Blocks, eine bestimmte Anforderung erfüllt, die zum Beispiel lautet, es müssen mindestens 67 führende Nullen sein. Ich vereinfache das ein bisschen, aber von den 256 Stellen, ne, müssten die ersten 67 Nullen sein. Und damit man das jetzt ein bisschen verständlicher macht, habe ich nachgedacht, woran erinnert mich das, und da habe ich nicht lang denken müssen, an eine Physikstunde, wenn Sie sich das selbst nicht mehr an den Unterricht erinnern können, dann vielleicht an einen Film, es geht um die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm, ja? Die Feuerzangenbowle also. Und da ging es damals darum, dass man verhindern musste, dass die Dampfmaschine uns um die Ohren fliegt, weil der Kesseldruck immer größer wird durch die größere Hitze und damit dreht sich das immer schneller und irgendwann wird das explodieren. Da hat man einen Fliehkraftregler geschaffen, der darin besteht, dass es an einem Ventil Kugeln gibt, die ein bestimmtes Gewicht haben und dadurch, dass sich dieses Ventil auch an einer Welle befindet, dreht sich das Ding und wenn es schneller wird, heben sich durch die Fliehkraft die beiden Kugeln, das Ventil öffnet sich, Dampf strömt aus. Was passiert? Der Druck wird geringer, damit dreht sich das Ganze langsamer, die Kugeln gehen nach unten, damit beginnen die Kugeln aber schon wieder zu steigen. Ja? Und so hat man im Schnitt immer zum Beispiel die Nenndrehzahl von 2500 Umdrehungen. Und hier sind es halt 10 Minuten. Alle 10 Minuten wird ein Block gebildet mit eben 1000, 2000 Transaktionen. Manchmal sind es auch nur 3 oder 0, hat es auch schon gegeben. Das könnten wir auch in der Diskussion besprechen. Aber das ist mal ein Takt, damit nicht der begrenzte Vorrat von Bitcoin, den es überhaupt nur gibt, etwas über 21 Millionen, in kürzester Zeit abgearbeitet wäre, weil alle ganz gierig sind und vor sich hin meinen. Ja? Das ist einer der Gründe, es gibt noch andere Gründe dafür. Was haben also diese Miners dafür? Sie bekommen doch eine ordentliche Belohnung dafür, dass sie die schnellsten sind. Die Regel lautet, als gültige Blockchain gilt immer diejenige, bei der alle Hash-Werte stimmen, das kann man ganz leicht prüfen, das kostet nicht viel Rechenkapazität, und die jetzt die längste ist. Ja? Und jetzt kommt der Supertrick eigentlich, warum könnte ich nicht eine Transaktion von gestern einfach fälschen? Ich habe dir gestern einen BTC übertragen, das war vor wie viel Transaktionen, vor wie viel Blockbildungen? Vor 144 Blockbildungen, ein Tag, 1440 Minuten, also vor 144 Blockbildungen. Um da was zu fälschen, müsste ich da zurückgehen, könnte meine eigene Transaktion ändern, keine fremde, weil ich dann nicht den Private Key dazu hätte. Gibt es noch andere Möglichkeiten, aber bleiben wir mal dabei. Meine eigene Transaktion. Dann müsste ich natürlich das Nonce für diesen Block wiederfinden. Und ich verrate vielleicht jetzt, wie viel Nonces man da durchprobieren muss. Geht in den Trillionenbereich. Ja? Also das ist keine Kleinigkeit. Ja? Dafür muss man
mit Brute-Force-Methoden einfach durchprobieren. Neues Nonce wieder rechnen, wieder ein Hashtag bilden. Ja. Erfüllt der die Voraussetzung, dass die ersten, was habe ich vorher gesagt, 65 Stellen Nullen sind. Ja. Wenn nicht, neues Nonce wieder. Und das Trillionenmal. Und jetzt muss er das nicht nur für diesen einen Block machen, der Bösewicht, das war ja ich, glaube ich, im Beispiel, sondern nochmal 143 Mal, das ist ja unvorstellbar eigentlich, ja, und müsste dann noch alle seine Konkurrenten, die natürlich auch bei dieser Lotterie gewinnen wollen, ja, überholen bei der Bildung des neuen Blocks. Wenn er das könnte, dann sollte er immer die neuen Blöcke bilden und würde da viel besser fahren, als dass er einen alten Block verändert und eine alte Transaktion fälscht. Ja. Also ist hier spieltheoretisch sozusagen das ziemlich gut austariert, dass also auch die Gierigen dieses System stabil machen, statt es zu schwächen. Jetzt konnte man seinerzeit, als sich mein Sohn schon damit beschäftigt hat, ich aber noch nicht, also im Jahr 2010, konnte man noch mit PCs und mit CPUs meinen, später mit Grafikkarten, da gab es dann Nerds, die hatten das gesamte Haus der früh verwitweten Mutter vom Keller bis zum Dach mit Computern und Grafikkarten vollgeräumt und haben über $100.000 Stromrechnung bezahlt pro Monat. Ja, auch das geht heute nicht mehr. Wir haben eine Hashrate, das sind die aktuellen Zahlen von vorgestern, von 36 Millionen Terahashes. Ja. Eigentlich müssten wir sagen 36 und ein paar zerquetschte Exahashes, aber wir rechnen schon damit. Ja. Exa ist die Vorsilbe für 10 hoch 18, ja. Das ist eine gewaltige Zahl, eben mit 18 Nullen. So viele Hashes kann die Bitcoin-Blockchain pro Sekunde berechnen. Also immer Nonce, ja, und wieder das Ganze hashen. Das macht man jetzt nicht mehr mit CPUs und macht man nicht mehr mit Grafikkarten. Das macht man zum Beispiel mit solchen Dingen. Ja, das ist der beste, ja, die beste Mining-Hardware, die Sie derzeit als Privater erwerben können. Kostet wirklich nur $1.000, hat 189 ASICs, Application-Specific Integrated Circuits. Ja. Die können nur das, aber das extrem effizient. Ich sollte vielleicht vorher gefragt haben, aber ich hole das jetzt einfach nach. Diese gewaltige Hashing-Power von 36 Exahashes, wie viel Prozent der Rechenleistung des größten Supercomputers der Welt bräuchte man dafür? Wo steht der? Natürlich in China, ja. Der Sunway Taiho Light war das. Ich glaube, jetzt gibt es noch einen schnelleren, aber die... auf die paar kommt es da jetzt dann nicht an, aber jedenfalls haben die so 11 Millionen Intel-Prozessorkerne, ja. Wie viel Prozent bräuchte man von dem? Das ist eine HGF, wie man an der Uni manchmal sagt, eine hundsgemeine Falle, denn das ist kein Prozentbruchteil. Sie brauchen weit über eine Million. Ja. Weit über eine Million mal den stärksten Supercomputer der Welt mit jeweils 11 Millionen Intel-Prozessorkernen, dann hätten Sie diese Hashing-Power. Jetzt vergleiche ich da bewusst Äpfel mit Birnen, denn Intel-Prozessoren sind Universalrechner, die halt alles können, aber nichts effizient. Und die ASICs können nichts, aber das hashen nämlich wahnsinnig effizient. Na, dann nichts wie hin zu Amazon wieder, obwohl das ja nicht so ganz jetzt in dem Kontext meine Freunde sind. Dort können Sie so ein Ding bestellen oder direkt beim Hersteller. Nein. Ja gut, wenn Sie Lotto spielen, dann ist das natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber Sie müssen 30 Jahre warten, bis Sie da im Schnitt einmal zum Zug kommen und dann verdienen Sie eben das, was es dann noch gibt und das halbiert sich alle 4 Jahre, ist auch nicht so toll. Nein, Sie müssen so ins Geschäft reingehen. Ja? Jedes dieser Kästchen ist wieder so ein Gerät, das Sie für $1.000 kriegen, ja? Und dann haben Sie eine Stromrechnung von ein paar Millionen Dollar pro Jahr, pro Monat. Ja? Sie sehen schon, es geht um einen unglaublichen Wettbewerb von immer mehr Rechenleistung zum Zweck des Hashings. Und zur Absicherung dieser größten, bekanntesten, stabilsten, am längsten andauernden Blockchain, weil sie manchmal so geschmäht wird. Über Bitcoin können wir extra reden, ja, aber die Bitcoin-Blockchain ist gewaltig. Das ist so ein Proof of Work, sagt man da ja auch deshalb dazu, so ähnlich wie vielleicht seinerzeit die Pyramiden. Wenn man das sieht, sagt man, wow. Ja, und hier sagen wir POW, nämlich POW für Proof of Work. Ja. Hat natürlich als Folge schlechte Kritiken, ja, vor allem bei den Grünbewegten. Shit, das kostet Strom. Ja. 29 Terawattstunden Stromverbrauch, ich glaube, das ist ein bisschen überschätzt, aber man kann es sogar überschlagsmäßig, habe ich neulich mit einem Kollegen beim Kaffee gemacht, auch tun, indem man sich anschaut, was dieses Gerät, das ich vorher gezeigt habe, an Strom braucht, 1,2 Kilowatt, ja, und wie viel es an Hashing-Power hat und wie viele Geräte man davon bräuchte. Jetzt sind das die effizientesten, dann braucht man noch ein bisschen Ineffizienzabschlag für die Geräte, die noch draußen sind und nicht so effizient sind. Und da sind wir auf 25 Terawattstunden gekommen. Ja. Das ist
ungefähr so viel wie das, was Irland so im Jahr verbraucht. Ja. Das ist ein 0,3 Zehntel, also sind 13 Promille des weltweiten Stromverbrauchs. Das ist viel. Aber glauben Sie nicht, dass der herkömmliche Finanzsektor ohne Strom auskommt. Die bisher genutzten Rechenzentren brauchen auch viel Strom und die Türme in Frankfurt mussten im Winter ein bisschen beheizt und müssen jetzt gewaltig gekühlt werden. Und die 8-Zylinder-Motoren, mit denen die Generaldirektorinnen jeden Tag dorthin gebracht werden, brauchen auch Energie. Ja, so viel jetzt mal vorweg zur Bitcoin-Blockchain, aber es geht noch weiter. Ich habe Ihnen vorher kein Bild zeigen können, denn von Satoshi Nakamoto haben wir keins. Aber dieser junge Mann, der ist uns bekannt. Das ist, wer kennt ihn? Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, der ist 24 Jahre alt und hat, meine Damen, hergehört, angeblich einen IQ von 257. Macht das sexy? Ach, wie man das dann noch messen kann, weiß ich nicht. Die mir bekannten Intelligenztests hören bei 160 auf. Darüber gibt es keine präzisen, aber es wird kolportiert, 257. Dem hat, da war es umgekehrt, sein Vater das White Paper von Satoshi Nakamoto zu lesen gegeben. Und er hat kurz darauf begonnen, darüber nachzudenken, wie kann ich das Ding aufbohren, wie wird das noch besser. Denn ein Nachteil von Blockchains, die so wie die Bitcoin-Blockchain sind, ist von Satoshi bewusst mitgegeben worden, sie können darauf kaum programmieren. Ja. Das Ding kann man als solches, wenn man will, als Smart Contract sehen, aber das ist das Ganze, ja, ist ein Smart Contract. Sie können darauf keine Smart Contracts fahren. Man kann ein bisschen programmieren, letztlich ist eigentlich auch jede Transaktion eine Art kleines Skript, aber es ist nicht Turing vollständig. Sie können zum Beispiel Multisig-Verfahren vorsehen, etwa so, dass ich dir, Philipp, verspreche, ich baue dir eine neue Website, das wirst du von mir nicht brauchen, aber das sagen wir jetzt mal, Modellannahme, ja. Und ich kriege dafür als Belohnung, wenn ich es gut gemacht habe, 5 BTC, oder die muss ein bisschen was können. Ja. Jetzt kann es sein, dass wir darüber vielleicht streiten. Also es kommt was Menschliches rein. Ja. Deshalb soll Herr von Gernler ein äquidistanter Experte sein. Ja. Und wir bilden jetzt eine gemeinsame Bitcoin-Adresse aus unseren Adressen, die so funktioniert, das kann man beliebig auswählen, 2 aus 3 in diesem Fall Private Keys braucht man, um weiter darüber verfügen zu können. Du gibst meine Belohnung, die 5 BTC dort drauf. Wenn wir beide uns grün sind und du sagst, Walter, hast du gut gemacht, dann signieren wir beide und übertragen das auf eine Bitcoin-Adresse, über die nur ich weiter verfügen kann. Da brauche ich dich nicht mehr. Ja? Wenn du aber sagst, hey Walter, das hat man vielleicht in den 90er Jahren so gemacht, aber inzwischen hat sich die Welt weitergedreht und heute sieht das anders aus. Von One-Pages hast du noch nichts gehört und so. Ne? Dann wird Herr von Gernler eintreten und dann entweder sagen, Herr Blocher, das ist okay, dann signieren wir beide, ja? Oder sie signieren mit Philipp Müller. Ja, das kann man. Mehr kann man auf der Bitcoin-Blockchain nicht. Und Vitalik hat was ziemlich Großes auch gebaut. In Zug in der Schweiz, da hat er sich einfach umgesehen, wo man das weltweit gesehen irgendwie derzeit am günstigsten machen kann, oder seinerzeit muss man sagen, hat dort die Ethereum Foundation begründet. Und dort geht es nun darum, dass wir nicht nur ein Consensus of Value sozusagen haben, ja, dass wir eine Sicherheit darüber haben, wem welche Werte gehören und dass es auch kein Problem des Double Spending mehr gibt, weil das ist ausgeschlossen, dass du den Betrag, den ich dir jetzt übertragen habe, mehrfach überträgst. Na, du kannst den einem übertragen und der wieder mit seinem Private Key und so weiter, aber du hast nichts mehr und das ist durch die Bitcoin-Blockchain sichergestellt. Bei diesem Konzept geht es jetzt um Consensus of State. Das heißt, wir haben virtuelle Maschinen auf all diesen Knoten und auf all diesen virtuellen Maschinen, das ist nur ein Layer, damit das unabhängig ist von der konkreten Hardware, auf all diesen Maschinen laufen die gleichen Skripts. Mit welchem Ende oder zu welchem Zweck läuft das so? Damit man hier wieder vergleichen kann und wenn auf der Mehrheit der Knoten das gleiche Ergebnis rauskommt, dann gilt das als sicher. Das heißt, wir haben damit eigentlich erreicht, dass wir erstmals in der Menschheitsgeschichte wiederum dafür sorgen können, dass Computerprogramme sicher ablaufen und dass die niemand aufhalten kann, auch nicht der Sultan von Bosporus. Ja, hier haben wir Turing-Vollständigkeit mit allen Vor- und Nachteilen, sehr fehleranfällig und ich kann ja keine Bugfix-Release dann starten, weil ja der bisherige Smart Contract weiterläuft. Übrigens, den Begriff Smart Contract, schon wieder so eine Irreführung, die heißen deshalb so, weil sie zumindest nach kontinentaleuropäischer Auffassung weder Smart noch Contracts sind. Ja.
Die heißen Contracts, weil sich Programmierer das dort lustigerweise mal so ausgedacht haben, dass jedes Skript, das auf Ethereum läuft, als Contract bezeichnet wird. Und ein Smart Contract ist ein Programmcode, der läuft auf einer Blockchain und der ordnet digitale Assets, also zum Beispiel eine Kryptowährungseinheit oder Repräsentationen körperlicher Gegenstände auf der Grundlage von anderen externen Daten, die zum Zeitpunkt der Programmierung noch nicht feststanden, zwei oder mehreren Parteien in Form von Transaktionen neu zu. Das ist der Versuch meiner simplen Definition. Ja. Bisschen runtergebrochen, für Juristinnen und Juristen, und da gibt es ja einige im Raum, einer sitzt ja vor mir, auch wenn er inzwischen sich in ganz andere Höhen hochgeschwungen hat sozusagen, aber erinnert das gleich an Bedingungen, ja, abhängig von einem künftigen noch ungewissen Ereignis. Und hier ist es zum Beispiel die Wetterwette. Wird in Tutzing morgen mehr als 25 Grad Tageshöchsttemperatur haben? Das könnten wir jetzt wieder wetten, wenn du ein Spieler bist, sagst du ja oder nein. Dann wäre es halt eine Einheit, in diesem Fall Ether, auf der Ethereum-Blockchain und nicht Bitcoin. Und ich sage, nein, muss ich da jetzt dagegen halten. Und wer entscheidet? Welchen Dienst nehmen wir da? Der muss was auf die Blockchain schreiben, weil aus technischen, technologischen Gründen hat es keinen Sinn, den Smart Contract nachsehen zu lassen. Denn wenn das nicht klappt, dann steht das gesamte System mit den 10.000 Knoten oder so nicht. Sondern muss das auf die Blockchain geschrieben werden. Zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst oder von Wetter.com. Und am besten von mehreren. Und wir nehmen den Schnitt. Warum? Hier haben wir nämlich plötzlich das Problem, dass nicht mehr gilt Trustless Trust. Das gilt nur für die jeweilige Protokoll-Tokens, für die Cryptocurrency, die in der Blockchain selbst entstanden ist, die ja dort nicht hineinkamen. Bitcoin kamen nicht in die Bitcoin-Blockchain, die entstanden dort, die hat es vorher nicht gegeben. Die existieren nur in der ersten Transaktion. Der Miner, der erfolgreich ist, und auch alle anderen, hat sich als erste Transaktion diese 12,5 BTC in den Block geschrieben, für den Fall, dass er gewinnen wird. Sonst wer hätte das doof gemacht, ja? Dann hat er die 12,5 BTC mehr. Und woher kamen die? Out of thin air, aus der dünnen Luft sozusagen, ja, aus dem System. Das ist hier eine Art Wertschöpfung, für die man eben auch keine Geldmarktpolitik braucht. Es gibt niemand, der darüber entscheiden kann. Das ist algorithmisch vorher festgelegt. Wenn wir aber jetzt so einen Wetterdienst brauchen, dann könnte ich, wenn es mehr ginge als um vielleicht Gegenwert von einem BTC, könnte ich wieder versuchen, Korruption anzuwenden, also Leute dort zu bestechen oder mit einem Man-in-the-Middle-Attack sozusagen die Datenübertragung zu verfälschen. Das ist das Problem des sogenannten Oracles. Ja? Kriegt man halt in den Griff, indem man entweder viele hat, ja, wo man den Durchschnitt nimmt, oder mit abgesicherten Devices arbeitet, die dann die Werte messen und wo auch die Strecken gesichert sind, auch wieder mit Signaturverfahren. Man könnte das grafisch so darstellen, aber bevor ich Sie damit quäle, vielleicht noch ein Beispiel. Und dann komme ich auch schon, werde ich schon gemahnt? Langsam, ja. Komme ich schon langsam dann zum Ende. Die Fluggastrechteverordnung. Kennen wahrscheinlich die meisten irgendwie vom Hörensagen, oder? Wenn Ihr Flug delayed ist, ja, dann haben Sie Anspruch auf 250 Euro bei Kurzstreckenflügen, bei Mittelstrecken 400 Euro, bei Langstrecken 600 Euro. Das gibt es seit 10 Jahren ungefähr. Wer von Ihnen hat schon mal was bekommen daraus? Ja, na doch, ein paar. Das heißt schon, dass Sie zu denen gehören, die sich auf die Hinterbeine stellen und dann auch Ihre Ansprüche durchsetzen können. Zumindest, wenn Sie mit Ryanair geflogen sind. Es wird gestreamt, ich soll keine Namen nennen. Ja, also diese so verbraucherfreundliche Fluggesellschaft, die hat sich nämlich als Geschäftspolitik sozusagen oder Modell zurechtgelegt. Wir lassen die Verbraucher hier einfach anrennen, denn kein vernünftiger oder vernünftig beratender Verbraucher wird wegen 250 Euro zum Kadi rennen. Ja, er könnte dort verlieren. Und vor allem wird ihm die Zeit nicht ersetzt und so weiter und so fort. Wenn man anruft, kommt man in Warteschleifen und wird dann aufgelegt und solche Dinge halt, ja. Und dann war das die Stunde der Legal Tech Anbieter, weil ein bisschen mehr Technologie dazu gekommen ist, kann ich jetzt nicht durch Menschen, sondern automatisiert prüfen lassen, ist der Flug, dessen Nummer du eingibst, delayed gewesen. Da gibt es die internationale Flugverspätungsdatenbank und dann sagen die, zum Beispiel flightright.de, ja, das übernehmen wir, es ist grün. Und die übernehmen das mit vielen hochspezialisierten Anwälten, die zu über 95% auch gegen Ryanair gewinnen. Die ziehen dir aber nicht das Fell über die Ohren, aber 25% ab. Ja? Jetzt könnte sich Ryanair überlegen, sollen wir dann noch lang zuschauen? Die nehmen uns ja jetzt die Butter vom Brot, weil das war in unserem Geschäftsmodell ja eigentlich drinnen. Entweder wir erhöhen die Preise, dann sind wir nicht mehr so wettbewerbsfähig, oder wir verhindern, dass die das machen. Dann könnte eine Marketingüberlegung sein, ab dem 31. Oktober oder
1. Dezember 2018 bekommt jeder Fluggast von uns, der will, einen Smart Contract, das dann, wenn der Flug in dieser internationalen Flugverspätungsdatenbank ist, automatisch der entsprechende Betrag in einer Kryptowährung auf den, ja, auf den Public Key, auf zum Beispiel, ja, bleiben wir dabei, des Kunden übertragen wird. Da gibt es gewisse Probleme auch damit, aber das wäre mal was, eine Rechtsdurchsetzung ohne, und das ist das Spannende, Gerichte. Ja, weil Gerichte sind hier nicht effizient, da geben wir wegen größerer Streitwerte hin, nicht wegen 250 Euro, aber hier hätten wir wiederum erstmals eigentlich in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, dass es eine automatisierte Durchsetzung von Recht gibt, die niemand aufhalten kann und auch nicht der Sultan von Bosporus. Was ich Ihnen noch mitgebracht habe, ist so diese Liste mit Anwendungsbeispielen, über die wir auch in der Diskussion reden können. Ich habe die aus meiner Sicht, ich beschäftige mich ja auch erst seit etwas über 2 Jahren intensiver damit, die wichtigsten rot hervorgehoben. Fintech natürlich, dann dezentrale Energieversorgung, die kann man sich ohne Blockchain-Technologie kaum vorstellen. Transportwesen, zwar multimodales Güter- und Personentransportwesen und eben auch Kranken- und Gesundheitsdaten. Die 2,2 Milliarden, der jetzige Gesundheitsminister spricht zwar nur von 1,2 Milliarden, aber aus gewöhnlich gut informierten Kreisen weiß ich, dass es 2,2 Milliarden sind, die wurden in den Sand gesetzt. Das muss man einfach so sehen. Sunk costs, man soll nicht dem schlechten Gelde Gutes nachwerfen. Das kann man mit Blockchain besser lösen. Wenn Sie wissen wollten, ob Ihr Projekt eine Blockchain braucht, dann könnten wir noch so ein Flowchart durchgehen und halt mal fragen, brauchen Sie eine lückenlose Speicherung des Zustands, also der Zustandsübergänge gewissermaßen? So wie das übrigens beim Grundbuch schon bisher auf Papier war. Das ist eine Art papierne Blockchain, durch den Staat gewährleistet die Sicherheit, dass dort niemand was fälscht und dort wird nichts gelöscht, dort wird nur gerötelt. Ja, jede Transaktion stützt sich auf die vorausgehende Transaktion, also so gesehen eine Blockchain. Wenn man das braucht, ja, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann kommt man da unten hin zu dem Ergebnis, Sie werden, hoppla, habe ich das jetzt falsch gemacht, Sie werden keine Blockchain brauchen. Ich bin da jetzt zu weit gesprungen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Gibt es mehrere, die drauf schreiben können sollen? Wenn das nicht ist, wenn nur einer schreiben darf in Ihrem Projekt, brauchen Sie keine Blockchain. Können Sie sicherstellen, dass rund um die Uhr eine Trusted Third Party zur Verfügung steht, also ein vertrauenswürdiger Dritter, der für Sie das prüft und übernimmt, dann brauchen Sie keine Blockchain. Jetzt kommen wir langsam näher in den Bereich, dort wo man Blockchains braucht. Kennen Sie alle, die darauf schreiben können sollen? Wenn nicht, dann brauchen Sie eine erlaubnislose öffentliche Blockchain. Ich drücke immer auf das falsche Ding. Tut mir jetzt leid, ich springe da zurück. Dann brauchen Sie, ich soll ja auf den Laserpointer klicken, dann brauchen Sie eine erlaubnislose öffentliche Blockchain und das Archetypus dafür ist die Bitcoin-Blockchain. Ansonsten kann man noch weiter fragen, glauben Sie, vertrauen Sie allen Schreibern? Wenn das so ist, dann brauchen Sie keine Blockchain. Wenn Sie nicht allen Schreibern vertrauen, ist es erforderlich, dass öffentlich verifiziert wird, was da geschrieben wird. Dann brauchen Sie eine Public Permissioned Blockchain, sonst eine Private Permissioned Blockchain. Und wenn man in einem Text, zum Beispiel einem White Paper eines ICOs, Blockchain mit Suchen und Ersetzen ersetzen könnte durch relationale Datenbank oder Cloud-Services, dann ist das kein Blockchain-Anwendungsfall, sondern steht Blockchain dort nur deshalb 17 Mal drinnen, weil man eben vorher gelernt hat, dass man dann innerhalb weniger Stunden Millionen Dollar auftreiben kann. Ja. Das war's zunächst einmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ich ziemlich strapaziert habe, glaube ich. Und jetzt soll noch Zeit für Diskussion sein. Herr Blocher, vielen Dank. Also ich habe mir das jetzt so, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, also das ist so der Wandel der Vertrauenswürdigkeit, der Wechsel der Instanzen über die Zeit und auch die regionale Ausdehnung hat sich ja verändert. Also von diesem mündlich überliefern und miteinander reden bis hin am Schluss sozusagen dieser globale Ansatz, den man dann eben hier für die Vertrauenswürdigkeit eigentlich braucht. Und für mich war das irgendwie jetzt, was da passiert ist, so das Wettrüsten des Vertrauens. Aber wenn man so viel Rechenpower braucht, um sozusagen dieses Vertrauen zu brechen, ist es, denke ich, ein guter Mechanismus, um dieses Vertrauen zu wahren. Und dann ging es irgendwie in ein Universum. Ja, da bin ich dann offen gesagt ein bisschen ausgestiegen. Aber wir werden durch die Fragen ja jetzt vielleicht das eine oder andere noch an Geheimnis lüften. Bitte schön, wo sind Fragen?
Also ich habe eine Frage, nicht zum Prinzip, das mag ja wunderbar sein, aber wenn ich es benutzen will, dann brauche ich doch eine entsprechende Implementierung. Wer garantiert mir eigentlich, dass die Implementierungen des Blockchain-Protokolls, dass die einigermaßen korrekt sind? Das ist vielleicht eine Frage, die ich natürlich, hier steht auch was von Verlässlichkeit von Software hier in den Challenges der Informatik, die man natürlich auch an andere Software richten kann. Aber natürlich gerade bei der Blockchain ist das ja besonders sensibel, nicht? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil man sich ja in aller Regel entweder nur auf Software verlässt oder auf irgendwelche Hardware-Devices, von denen es heißt, dass die so vertrauenswürdig werden. Natürlich kann man im Extremfall auch sowas verwenden. Das wäre ein Paper-Wallet. Dort haben Sie einen QR-Code mit dem Public Key. Das heißt, das können Sie verwenden wie ein Sparschwein. Darauf kann man einzahlen. Und wenn Sie es mal ausgeben wollen, dann müssen Sie das auf einmal tun, weil jetzt wird ja hier auch gefilmt. Ich würde es hier nicht machen. Ja, dann macht man das hier auf. Ich kann es gerne durchgeben. Das habe ich dann so gefaltet. Und das würde dann noch versiegelt werden. Aber dann kommt man nicht mehr dazu. Darum habe ich es heute nicht versiegelt. Ja, und dann hätte man dort den QR-Code, der entspricht dem Private Key. Ja, dann kann man es woanders hin übertragen und dann würden Sie den Druck auch offline haben in dem Augenblick, weil ja sonst nicht sichergestellt ist, dass das, was jetzt gedruckt wird, nicht auch irgendwo abgeschnorchelt wird sozusagen. Dann wären Sie ziemlich auf der sicheren Seite. Ansonsten verwendet man da Hardware-Wallets. Und da ist eines gerade vor ein paar Wochen in die Presse gekommen, das ich übrigens auch verwende. Dort wird nämlich erzählt, dass es da zwei Chips gibt und der eine Chip überwacht den anderen, damit man dem nicht eine falsche Firmware unterjubeln kann sozusagen. Und da gab es einen 14-Jährigen, der hat gezeigt, wie man das eben doch kann. Zwar sehr kompliziert, sich so am Ohr kratzend, aber es geht. Nur war der so freundlich, dass vielleicht oder auch noch nicht so geldgierig oder nicht so versiert, dass er nicht einen Zero-Day-Exploit irgendwie wollte, sondern er ist zum Hersteller gegangen und die haben das inzwischen gefixt. Ja, aber ich habe mir vorher auch die Frage gestellt, ja, was bräuchte man dafür? Das gibt's aber überall so. Da bräuchte man wohl wieder eine vertrauenswürdige dritte Stelle, die dem Konsumenten das Vertrauen in das System, Systemvertrauen im Sinn von Luhmann sozusagen, dann erzeugt, weil der ja die Lernkurve gar nicht in diese Details durchschreiten kann, um aus eigener Anschauung die Sicherheit beurteilen zu können. Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich in Zukunft Zertifikate von TÜV-IT oder BSI oder von spezialisierten Unternehmen. Wir haben jetzt drei Forschungsprojekte in Kassel gerade begonnen mit 5 Doktoranden und eines davon beschäftigt sich mit Trusted Blockchains. Da prüfen wir auch Taxonomien und Kategorien von Blockchains und auch von Devices und wie man einen Pfad für Zertifizierungen hinkriegt und arbeiten mit TÜV-IT und mit BSI zusammen. Oder haben das jedenfalls auch vor, auch die von der Seite. Wobei man auch sehen muss, dass vieles langsam geht in diesem Land, ja, und auch in Europa, ja. Beim BSI war es zumindest im Januar so, da gab es gerade mal 3,5, die wirklich im Bereich Blockchain versiert waren, von 600 Informatikern und Physikern. Ja, die haben halt wahnsinnig viele Aufgaben, ja, und das ist halt eine relativ große Sache. Und wenn der Gesundheitsminister, wie vor 4 Tagen geschehen, von Blockchain immerhin spricht im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten, auch wenn er sagt, er ist in diesem Zusammenhang noch skeptisch, ja, dann heißt das schon was. Ja. Das heißt, es wird allerhöchste Zeit, dass so etwas vorbereitet werden muss, bin da ganz bei Ihnen. Ja. Meine Frage zielt ab auf die Anwendbarkeit im öffentlichen Sektor, was wir ja heute schon ein paar Mal hatten. Da stellen sich für mich 3 Fragen. Einerseits natürlich der Energiebedarf von so einer Blockchain. Dann gerade wenn es um Gesundheitssystem geht, bildgebende Daten sind extrem groß. Die müssten ja parallel an mehreren Orten gespeichert werden, wo die Blockchain läuft. Und es müsste ja an mehreren Orten Kopien geben, wo es vielleicht zu unsicher wäre, wenn es nur jetzt zum Beispiel in Deutschland gespeichert worden wäre. Man bräuchte ja eigentlich weltweit Stellen, die das die Blockchain absichern, womit man wieder irgendwie einen Anreiz schaffen müsste, dass jemand sich außerhalb von Deutschland für diese Blockchain überhaupt interessiert. Manches ist leicht zu beantworten, manches nicht so. Natürlich, und ich habe das auch kurz erwähnt gehabt, würde man schon gar nicht auf eine öffentliche Blockchain wie die Bitcoin-Blockchain Gesundheitsdaten schreiben. Das gilt darin technologisch nicht, weil sie dort ja gar keinen Speicherplatz im eigentlichen Sinn haben, sondern sie können nur Huckepack auf eine Transaktion als sogenannte Payload 80 Byte mit transportieren. Das heißt, sie überweisen jetzt wieder mit Airquotes, also führen eine Transaktion durch mit der geringsten Einheit, das wäre ein Satoshi, ist ein Hundertstel Millionstel Bitcoin, und dann haben sie 80 Byte Platz, um irgendetwas
da hineinzuschreiben, was auf einem weiteren Layer interpretiert werden kann. Das haben wir mal gezeigt, Computer und Recht, Heft 5, 2017, ich mit zwei Technikern, wie man das mit Softwarelizenzen zum Beispiel machen kann, die man tokenisieren kann. Ja. Da braucht man einmal jemanden, der das hineinbringt und dieses Token schafft, und dann kann ich beliebig oft gebrauchte Softwarelizenzen weiter übertragen und genüge damit den strengen Anforderungen, wie das zum Beispiel das Hanseatische Oberlandesgericht vor einem Jahr formuliert hat. Ja, da hat man gedacht, das kann man ja gar nicht mit herkömmlichen Mitteln. Doch, mit der Blockchain geht das, aber ist halt vielleicht auch kein herkömmliches Mittel. Man wird das nicht auf die Bitcoin-Blockchain schreiben, sondern wahrscheinlich wären das eigene Verwaltungs-Blockchains, wenn es um Verwaltung geht, bei Gesundheitsdaten möglicherweise auch was Eigenes, wobei auch hybride Formen denkbar wären, dass man hin und wieder Hashwerte von Hashwerten der anderen Blockchains doch auf eine öffentliche Blockchain gibt, um dieses sichere Standbein auch noch zu haben. So ähnlich, wie man vielleicht ein bisschen auf Sand bauen kann, wenn das so Ferienhäuschen sind, ja, während Wolkenkratzer in New York halt irgendwie im Granit verankert sein müssen. Und so könnte man diese Häuschen, die dann am Strand dort sind, ich weiß nicht, wie der Strand von Manhattan beschaffen ist, aber die sichert man auch ab sozusagen mit einem Pfeiler, der im Zentrum Manhattan im Granit ist. Das wäre denkbar, aber ich sehe auch eine Chance, weil Sie es gerade ansprechen, vielen Dank für diese Frage, dass man die Verwaltungsreform vorantreiben könnte mit möglicherweise eigenen Blockchains, entweder deutschlandweit, weil ein Problem, es wurde vorher ja angesprochen, ein Problem ist nicht, dass Österreich da irgendwie aus irgendwelchen Gründen besser wäre oder sowas, das sind wir ja jetzt nur im Fußball seit neuestem, sondern, ich kann es nicht lassen, ja, sondern obwohl Österreich mindestens so vor der Öffentlichkeit geregelt. Das heißt, da gab es ein paar helle Köpfe, die auch Visionen hatten, einen Sektionschef im Justizministerium, einen im Bundesrechenzentrum, und die haben gesagt, und zwar in den 70er Jahren, wir machen das Grundbuch auf EDV, wie man damals noch gesagt hat. Und Anfang der 80er war es soweit. In Deutschland haben wir das noch immer nicht verbunden, weil die 16 Bundesländer eben jeweils ihre eigene Justizverwaltung haben, alle proprietäre Systeme mehr oder weniger irgendwie haben. Und ich glaube nicht, dass einer der Freistaaten, also ob es jetzt Sachsen ist oder Bayern, einfach nur deshalb, weil es effizienter ist, die Lösung von NRW akzeptieren würde, ja, als gemeinsame Lösung sozusagen. Und da könnte eine solche Verwaltungsblockchain ein äquidistanter gemeinsamer Datenverarbeitungslayer sein, ja, dass man also eine solche Blockchain betreibt und wo auch nicht notwendig ist, POW, wie ich vorher gesagt habe, Proof of Work, das aufwendige, energieaufwendige Ding, das braucht man ja nur bei einer public, permissionless Blockchain wie bei der Bitcoin Blockchain. Für solche Zwecke würde auch POS, POS, Proof of Stake zum Beispiel genügen. Das heißt, dass einer von denen, die ja alle Stakes dran halten, sonst würde das gewichtet werden, je nach der Anzahl zum Beispiel von Tokens, die man hält, würde dann durch den Zufall, ja, aber eben gewichtet, immer einer ausgewählt, der den nächsten Block bilden darf. Und die haben dann eine intrinsische Motivation, dass die Blockchain funktioniert. Es ist eine öffentliche Blockchain, wie die Bitcoin-Blockchain, ein Extremfall. Nämlich ein Fall, wo jeder damit machen kann, was er will. Niemand reglementiert das mehr, es gibt dann nur das Protokoll. Ja. Aber es reglementiert dann niemand, was man damit macht, was man drauf schreibt. Ich war auch schon mal drauf und dran, da Quatsch hineinzuschreiben. Zum Beispiel das berühmteste Gedicht deutscher Zunge vor ungefähr 2 Jahren, das begonnen hat mit Sack, doof, brüt und verklemmt ist. Ich will das nicht weiter ausführen, aber Sie wissen, wovon die Rede ist, nicht? Das war das Schmähgedicht von Böhmermann gegen den Sultan gerichtet. Dann hatte ich aber doch Skrupel. Erstens hätte ich mir eine neue ID dafür anlegen sollen aus naheliegenden Gründen. Das wollte ich dann in dem Augenblick nicht. Und was habe ich hineingeschrieben? Ich glaube, ich habe es sogar mitgebracht, aber Sie werden mir auch so glauben, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, also den Text von Artikel 1 des Grundgesetzes. Der ist dort jetzt immer drinnen. Übrigens, meine Damen, Liebesschwüre, nicht mehr in die Rinde deutsche Eichen ritzen lassen, denn auch deren Lebenszeit ist begrenzt, aber die Bitcoin-Blockchain wird weit darüber hinaus erhalten bleiben. Also zunächst wieder jetzt zu Ihrer Frage zurück, Strom, nein, ich habe es noch nicht, glaube ich, ganz beantwortet, Stromverbrauch, also relativiert sozusagen, und dann die letzte Idee, die gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich die auch mal hatte und damit ein bisschen hausieren gehe. Es könnte auch sein, dass wir für die europäische Verwaltungsreform, also das deutsche Verwaltungsakt, die unmittelbar Wirksamkeit entfalten in einem anderen Mitgliedsland, dass wir dafür eine europäische Blockchain haben könnten mit, ja, halt dann nach dem Brexit 26 solchen Mitwirkenden. Vielleicht haben die dann in allen ihren Verwaltungsrechten auch wieder
ja, Software, die sozusagen für Stabilität sorgt, aber wäre aus den vorher geschilderten Gründen wahrscheinlich gar nicht nötig. Und für mich, vielleicht bin ich dazu blauäugig, verkörpert das geradezu die europäische Idee. Also ich glaube, dass man da auch junge Leute, also die Generation so um die 20 irgendwie, davon überzeugen könnte, die haben es wirklich drauf. Ja, jetzt haben wir da etwas, wo kein Land, auch nicht Frankreich mit Deutschland gemeinsam, eine eigene Sache machen könnte, auch wenn die so groß sind, ja, weil eben hier diese, ja, Checks and Balances, glaube ich, hast du es vorher genannt, weil das so verteilt ist, ja. Das wäre eine europäische Blockchain, die aber auch nicht jetzt komplett öffentlich sein könnte, weil irgendwie brauchen wir einen Mechanismus, um zu verhindern, dass die chinesischen Miner sozusagen da reingehen. Aber darum wird es eben nicht Power sein, sondern es wird ein anderer Mechanismus sein, der hier für den Konsensus sorgt. Gut, jetzt war hier noch eine Frage genommen. Wir hatten vorhin ein bisschen geflaxt, ob es möglich wäre, Blockchain in drei Sätzen zu definieren. Wenn ich nur aufs Prinzip ausgehe, dann wäre die Blockchain ja, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, etwas, das Daten quasi festsetzt, unvergesslich macht und immer abrufbar hält weltweit. Wenn das aber so der Fall ist, oder bin ich da schon falsch? Das gilt für einen Sonderfall, das gilt für eine öffentliche permissionless Blockchain wie die Bitcoin-Blockchain. Für und die wahrscheinlich anderen. Will ich genau auf ja, diesen ja. Sachverhalt hinaus, denn wenn das tatsächlich der Fall wäre für alle Blockchains, dann hieße das, meine Transaktion, beispielsweise ich kaufe mir einen Kaffee, am nächsten Tag ist das Kaufen des Kaffees kriminell, wäre nachweisbar, zum Beispiel für eine Strafverfolgungsbehörde, dass ich am Vortag den Kaffee gekauft habe und heute deswegen kriminell bin und verfolgt werden darf. Das stimmt, ist völlig konstruiert. Nicht, weil es gilt nulla poena sine lege. Das heißt, also es muss zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Straftat begehen, musste strafbar gewesen sicher, sein. Sicher, aber es gibt auch Fälle in der Geschichte, wo im Nachhinein Recht gesprochen wurde, obgleich es zu dem Zeitpunkt, dann wo man nicht die Tat begeht. Also, es soll konstruiert sein, ganz klar konstruiert sein. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist auf das Recht auf Vergessen, das zumindest vor kurzem noch in aller Munde war, im Moment nicht mehr so ganz im Blickfeld, weil die Datenschutzgrundverordnung mehr Leute beschäftigt. Aber gibt es mit der Blockchain überhaupt noch die Möglichkeit, Sachverhalte vergessen zu machen? Ja, das ist ganz bestimmt auch eine wichtige Frage und die gerade auch von meinen lieben Kollegen, Datenschutzrechtlern sozusagen, immer wieder jetzt in die Waagschale geworfen wurde im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, sodass also die Bitcoin-Blockchain eh schon gar nicht mehr ginge, weil wenn man einen Knoten hat, dann wäre man möglicherweise da kriminell, weil da ja pseudonyme Daten drin sind und nicht anonyme Daten. Es bleiben ja alle Transaktionen erhalten. Und wenn ich zum Beispiel eben an Philipp Müller ein BTC übertrage und mir weiterhin ansehe, was auf dieser Bitcoin-Adresse passiert, dann sehe ich dann deine weiteren Transaktionen. Du wirst dann wahrscheinlich geschickt sein, wenn du nicht willst, dass ich wichtige Transaktionen sehe, dass du dann eine andere Bitcoin-Adresse dafür verwendest, dann kann ich das nicht mehr kontrollieren, nicht? Aber ansonsten ist das nur pseudonym und damit sozusagen Personen wieder zuordnenbar. Pseudonymität bedeutet ja, dass man das eben wieder dann einer bestimmten Person letztlich zurechnen kann. Wobei es im Zeitalter von Big Data überhaupt fragwürdig ist, ob es noch so etwas wie volle Anonymität gibt, ob es nicht immer eine Frage der Zeit ist, bis man diese Daten doch wieder mit Big Data-Anwendungen eben, Deep Thinking und so weiter, dann letztlich jemandem wieder zuordnen kann. Aber ja, ich kann jetzt in die Bitcoin-Blockchain mich so am Ohr kratzen, dafür ist sie ja gar nicht gedacht, ja, mit einer Payload, die genauso viel Platz umfasst wie die Lochkarten, an denen ich seinerzeit Pascal gelernt habe, ja, 80 Zeichen nämlich, ja, 80 Byte, ja, das kann ich da hineinschreiben, das bleibt dann dort drinnen, aber das wird kein Schwein interessieren. Das ist die unterste Schicht, wenn man irgendwie so Vorstellungen hat von ISO-OSI 7-Schichten-Modell oder sowas, ja, darauf gibt es weitere Schichten, Applikationsschichten und so. Und natürlich gibt es oben Schichten, wo das, was da unten steht, interpretierbar ist. Und dort könnte man ja auch ansetzen und möglicherweise eben das dann doch löschen in dem Kontext. Wir haben zum Beispiel bei den Softwarelizenzen gezeigt, da könnte es ja Fehler geben, weil zum Beispiel das ja nicht ordnungsgemäß zugeordnet wurde durch den Experten, den wir da brauchen und ein Gericht stellt das fest. Das muss ja vollziehbar sein, vollstreckbar sein sozusagen und wir sind auf einem drüberliegenden Layer, der eben solche Transaktionen, Spezialtransaktionen nur interpretiert und da könnte jemand, der
die entsprechenden Befugnisse hat, ja, der könnte eine solche Transaktion auch wieder löschen. Und also im Prinzip ging es, aber was erzählt wurde und in den Nachrichten berichtet wurde sogar, dass jetzt Kinderpornografie auf der Bitcoin-Blockchain ist, sodass jeder der Betreiber von diesen 10.000 vollen Knoten eigentlich strafbar wäre, das ist Käse, ja. Es passen höchstens Links drauf, ja. Sonst bräuchte man wahnsinnig viel Transaktionen, um bewegt Bild, ja, aufgeteilt in 80 Byte umfassende Chunks sozusagen da reinzubringen, muss dann jedes Mal nicht nur diese kleine, diesen Betrag aufbringen, den kann man ja noch nutzen, meinetwegen, ja, sondern auch noch die Transaktionsgebühren bezahlen, die derzeit zwar niedrig sind, aber zu Weihnachten zum Beispiel hat man bis zu $37 für eine Bitcoin-Transaktion gezahlt. Darum hätten sie damals zumindest den Kaffee nicht gekauft mit Bitcoin, ja, weil sie da alleine für die Transaktion $37 gezahlt hätten. Heute wäre es irgendwo denkbar, aber nicht sinnvoll. Alleine schon, und es wundert mich fast, dass die Frage nicht kam, wegen der sogenannten Skalierbarkeitsdebatte. Auf der Bitcoin-Blockchain bringen sie in einem Block nur ein Megabyte unter. Das ist gerade Platz für die von mir genannten 2500 Transaktionen. Ja. Das bedeutet, wenn Sie das auf die 10 Minuten aufteilen, pro Sekunde 4 bis 7 Transaktionen. VisaCard alleine hat im Schnitt 2500 Transaktionen und zu Peakzeiten 40.000 pro Sekunde. Ja. Das heißt, wir könnten nicht einmal den Datenstrom von Visa auf der Bitcoin-Blockchain abbilden, aber wozu auch? Das brauche ich ja nicht. Es genügt ja, falls ich bei Visa das alles blockchainisieren wollte, ja, dass ich vielleicht jede millionste Transaktion, nein, alle bisherigen Transaktionen hashe und einmal zum Beispiel auf so eine Blockchain gehe, ja, dann hat man wieder ausreichende Sicherheit. Wie gesagt, es ist für mich völliger Missbrauch einer gewaltigen Ressource, dort hineinzuschreiben, hab dich lieb. Ja, aber man kann es machen. Ja. Gut, dann da hinten ist noch eine Frage und dann denke ich, dass wir... Also es geht jetzt nicht um den Kurs. Also, hätte ich Ihnen gesagt, aber. Nein, also nein, es gibt eine Frage, wie sehen Sie die Zukunft, also des Sinns des Bitcoins in der Zukunft, ja. Also jetzt nicht den Kurs. Denn es ist ja jetzt nicht so entstanden, dass der Bitcoin jetzt die ultimative Währung ist, mit der ich auch Micropayment mal eben fast gebührenfrei über den ganzen Planeten in Sekundenbruchteilen machen kann. Das ist ja das, was wir an sich irgendwie bräuchten. Das ist ja alles viel zu aufwendig und zu umständlich, um all das zu tun. Sie hatten es ja vorhin genannt, da ist das Gold. Und das war ja, glaube ich, auch der Grund, warum andere Kryptowährungen entstanden sind, um hier eine höhere, wie nenne ich es mal, Fungibilität dann darzustellen. Was schätzen Sie, wo da die Reise hingeht? Ja, also Sie haben ja ein paar Punkte angesprochen, die meinen Kollegen Michaelis, das ist ein Geldmarkttheoretiker in Kassel, und unseren gemeinsamen Doktoranden Handel und mich zu einem Aufsatz dann geführt haben, den Sie in wirtschaftspolitischen Blättern in Österreich nachlesen können, ob eben Bitcoin das neue Geld sein wird. Nein, wird es nicht sein. Es fehlen Eigenschaften für Geld, und das ist eben genau die von Ihnen genannte Fungibilität. Es gibt eine unglaubliche Schwankungsbreite, täglich nämlich beim Kurs, manchmal sind es 15% an einem Tag, das ist natürlich für Geld nicht geeignet, aber als Wertspeicher durchaus gut geeignet, und das ist ja wieder die Hauptaufgabe von Gold. Dann werden manche vielleicht sagen, na, woher nimmt Bitcoin dann den Wert? Gold hat auch nur einen verschwindenden intrinsischen Wert. Sie können damit, ja, Zahnplomben machen, ja, wenn Ihnen danach ist in Krisenzeiten, ja, dann haben Sie Gold gehortet und kann man Ihnen, wenn Sie einen Zahnarzt kennen, der kann Ihnen Plomben machen. Außerdem leitet das Strom, aber das tun andere Edelmetalle auch. Also ist das mehr so ein mythologischer Wert sozusagen. Es geht um die Scarcity, um die Seltenheit. Und die Seltenheit ist bei Bitcoin noch viel größer. Denn was muss man bei Gold tun, damit man zu mehr Gold kommt? Wenn die oberflächennahen Vorräte erschöpft sind, tiefer graben, ja. Und es gibt nämlich fast unerschöpflich viel Gold, aber halt derzeit recht unerreichbar. Aber es ist nur eine Frage der Technologie. Woher kommt das Gold? Vielleicht ist das auch nicht ganz uninteressant. Es gibt nämlich offenbar einen Zusammenhang von Seltenheit und Energieaufwand. Ja, das ist nicht nur eine Besonderheit von Bitcoin. Das Gold stammt nicht aus der Erde. Ja, es ist derzeit in der Erde, im Erdinneren hauptsächlich, nämlich aufgrund des spezifischen Gewichts. Ja, ist es beim Erkalten der Erde oder überhaupt sozusagen vorher in den Erdmittelpunkt gegangen. Aber es kommt nicht von dort. Es stammt aus einer Kernfusion, und jetzt gibt es energiepositive Kernfusion, die also Energie abgibt. Das ist unsere energetische Zukunft, die manche geglaubt haben, werden wir erst noch sehen. Ja. Und es gibt welche, die Energiezufuhr braucht, ab
Dem Eisen ist es so, dass im Periodensystem Energie zugeführt werden muss. Das heißt, das Gold, das wir auf der Erde haben, kann nicht auf unserer Sonne entstanden sein, denn die erzeugt noch Energie, indem sie Wasserstoff zu Helium verbrennt und so weiter bis zu etwas schwereren Elementen. Also kann das nur eine Supernova-Explosion eines unserer Sonnenvorgänger gewesen sein. Ja? Und dieses Gold wurde halt dann bei der planetaren Bildung sozusagen von der Erde eingefangen. Hat also unglaublich viel Energie gebraucht und kann deshalb auf der Erde nicht künstlich hergestellt werden. Aber wir können graben. Bei Bitcoin ist es so, dass das Protokoll vorsieht, dass es maximal 21 Millionen davon gibt, also deflationär angelegtes System im Prinzip, muss also steigen. Ich bin dumm, wenn ich es heute ausgebe, weil es morgen mehr wert sein wird. Das gilt nicht in 6 Monaten, haben wir gesehen, aber das gilt auf 5 Jahre ziemlich sicher und erst recht auf 50 Jahre. Warum gibt es im Jahr 2100 und irgendwas den letzten Bitcoin? Weil alle 4 Jahre der Bitcoin-Reward für die Miners halbiert wird. Das heißt, jetzt in 2 Jahren sind es nicht mehr 12,5 BTC, sondern die Hälfte. Und dann nach 4 Jahren wieder die Hälfte. Und so geht das immer weiter. Und irgendwann ist man dann unterhalb der Schwelle von einem Satoshi, also dem geringsten Unterbruchteil sozusagen von Bitcoin. Und dann gibt es halt keine Belohnung mehr für die Miners. Das Mining-Geschäft könnte dann immer noch funktionieren, weil es eben durch die freiwilligen Fees finanziert wird, das hat Satoshi schon so vorgesehen, das soll einen Übergang bewirken zu freiwilligen Fees. Ich gebe freiwillig zu einer Transaktion dazu, obwohl die eigentlich nichts kostet, ja, mich nichts kostet, das System schon, ich gebe freiwillig was dazu, um damit die gierigen Miners zu bestechen. Die geben dann meine Transaktion recht hoch auf ihre Prioritätenliste und damit kommt meine Transaktion wahrscheinlich in den nächsten Block und ist nach 6 solchen Blockbildungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben sicher. Da müsste ich jetzt erklären, was Forks sind, die dann immer wieder mal entstehen müssen, weil ja durch diese vielen, vielen auf Peer-to-Peer sozusagen befindlichen Datenbanken es keine Konsistenz geben kann. Ja, darum arbeiten wir eben mit diesem Konsensussystem. Aber diese Forks, die irgendwann entstehen, die sind normalerweise nach 2, 3 Blockbildungen wieder weg, weil dann eindeutig wieder eine Blockchain länger ist als die andere und alles richtig ist. Und das ist die gültige, jetzt gültige Blockchain. Ja. Ich glaube, dass die Bitcoin-Blockchain vor allem Bedeutung hat als Modell. Ja. Und sie wird auch erhalten bleiben bis zum Jahr 2100. Bitcoin selbst glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also man wird nicht damit zahlen, aus den von Ihnen auch genannten Gründen und die ich auch noch so ein bisschen unterstrichen habe. Aber als Wertspeicher durchaus gut geeignet über Börsenkurse. Da kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, wie der in einem Jahr aussehen wird. Er entspricht nämlich dann dem Mittelwert der Erwartungen aller derjenigen, die Bitcoins halten oder zu erwerben gedenken.